Ja gut, das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Ich habe, keine Ahnung, 3, 4 Minuten lang geredet, während ich Rohverleih gelegt habe. Und gesagt, okay, jetzt mache ich einen Cut und dann verlege ich die restlichen Rohre, damit ihr euch das nicht mehr angucken müsst. Ich habe 10 Sekunden gebraucht, die Rohre hier hochzulegen. Egal. Wir haben jetzt unsere erste Plastikplatte. Das ist sehr gut. Der Vorgang dauert recht lange. Das ist richtig. Aber das sollte an sich ja kein Problem darstellen, weil wir die ja nicht durchgehend verbrauchen. Also momentan zumindest noch nicht. Später vielleicht. Wobei ich sollte wahrscheinlich nicht vielleicht sagen, ha? Nee, wobei ich kann es nicht sagen. Also ich könnte mir einerseits vorstellen, dass man am Ende Unmengen von Chips verbraucht, um irgendwelche Superchips herzustellen. Aber eigentlich sind da dann immer andere Versionen von Chips davor, die nicht immer alle Vorgängermodelle brauchen. Also, ja. In absehbarer Zukunft werden wir nicht allzu viel davon brauchen. So, dich einmal abschließen. Gut. Der nächste Schritt nach dem Plastikboard wäre dann Plastik-Circuit-Board da. Das Ganze mit Sodium-Persulfat, das ist hier in der Ecke. Und Kopf. Feuer? Oh, das hätte ich besser machen können. Du bist für den da, ne? Sodium Perso, wie hieß das? Sodium Persulfat oder das Iron 3. Hier ist das Iron 3. Kriegen wir das da hinten raus? Ja. Jo, das ist heiß. Das ist die Hydrochloric Acid. ja. Ja, doch, es ist ein Block frei, richtig? Also einmal, stell dich irgendwo hin. So, einmal da raus, einmal runter, einmal in meine Richtung und dann haben wir hier theoretisch Spielraum dafür. Gut. Also Eisen-3-Chlorid kriegen wir raus. Das heißt, die Bretter sollte ich da gar nicht wirklich zwischenlagern. Aber wir brauchen die für nichts anderes, oder? Ne, das war falsch. Die sind nur dafür da, die Teile. Ah ja, okay. Upgraded Frames, später irgendwelches komisches Zeug. Kann man uns denn hier rausklauben? Nee. Du. Du Block da. Komm mit. So. Weggepustet? Nee, ne? Ich hab's eingesammelt. Die Boards habe ich auch. Okay. Das heißt, das Ganze wird gemacht in einem Chemical Reactor. Kriegen wir da oben Strom hin? Wir haben ja eigentlich die Generatoren direkt da um die Ecke. Kriegen wir die Kupfer? Nee. Also wir haben jetzt hier die Banning Machine, die die Foil herstellt, die wir sowohl hierfür brauchen, als für das da oben auch. Wir machen dann einfach dich erstmal kurz vergessen, wie die Taste war, den Rotor auszustellen. Ja, das kommt davon, wenn man zu lange nicht spielt. Okay, die Entscheidung wird mir gleich eh abgenommen, weil wir keinen Sprit haben. Und ich habe irgendwas eingesammelt, was weggepustet wurde. Okay, läuft gleich aus. So, also, Plan. Nicht ablenken lassen. Ich hau oben den Frame Drawer weg. Setz den Frame Drawer da drunter. Da ist Platz, ne? Ja. Kann ich schon mal jetzt machen. So. Wir haben eh keinen Kupfer drin. Gib mir Kupfer. Bling. Ach so, der wirft mir jetzt immer wieder die Plastikplatten an den Kopf. Ja, okay. So.
Dann brauchen wir noch die Brechstange, um genau den Input rauszuholen. Ne, das kann da bleiben. So. Input hierhin. Du bedienst dich ab sofort von da unten. Deine Kupferbedürfnisse. Ja. Okay, okay. Das geht irgendwie alles. Das heißt, du... Dann hier oben drauf, der spuckt jetzt die Plastikplatten aus. Die Plastikplatten müssen da rein und das muss da rein. Du brauchst also einen... Kannst keine zwei Ausgänge haben, dann... Wie machen wir das jetzt? Müsste sich selbst regulieren. Also der schiebt jetzt durchgehend seine Foil da hinten hin. Und die Plastikbretter kommen oben hin, aber irgendwann sind genug Plastikbretter hier drin und genug Plastikbretter hier drin, dass der keine Kupferfoil mehr braucht. Außerdem werden die recht schnell hergestellt, sollte passen. Okay, das heißt, du kriegst jetzt noch unten ein Input. Ich weiß jetzt nicht, ob du das aber selbstständig schon nimmst. Mal gleich schauen. Dann brauchen wir jetzt noch eine Item-Pipe von hier nach da drüben. Item-Pipe. Nicht so viele. Wo ist meine Wrench? Dich aus, dich aus. Plastic Circuit Boards kommen, das ist gut. Das hier funktioniert. Dein Output ist nach Norden. Der Auto-Output von dir. Ja, das mit dem Reinziehen klappt nicht. Dann musst du halt rausspucken. Top. Export. Ah doch, okay, ich musste nur warten, bis das fertig war. Ganzes Deck wurde reingeschmissen. Das ist jetzt alles, was wir brauchen, plus Item Eisen-3-Chlorid. Ja, und der Output davon kommt dann hier rein. Tipp, tipp, tipp. Output nach da. Item Auto Output. Gut. Ich sehe ein Problem. Das Ding braucht Strom und es braucht eine Flüssigkeit und es hat keine Seiten mehr frei. Ja. Das heißt, wir müssen oben rüber gehen. Machen wir das Ganze. Hunger haben wir auch. Ich wurde auch schon gehänselt dafür, dass ich noch grüne Herzen habe. Die Küche ist auf der To-Do-Liste, ja, aber die ist jetzt nicht so wichtig. So. Hm. Eisenrohr. Stahlrohr. Nicht die. Sondern gib mir Stahl. Oder gleich Sprit auffüllen. Extruder. Keine Zellen. Normal Pipes. Small Pipes. Dup, dup. Sind die richtigen, ne? Ja. Small Steel Fluid Pipes. Das, was immer so schön wuselig ist. Der kann zurück. Runter. So, Treibstoff. Ein halbes Stack Zellen. 1,08 Millionen. Loot nehmen wir mit. Okay, das reicht für ein Momentchen.
Oh. Okay. Habe immer noch vergessen, wie man das Ding startet. Alcopter? Nein. Das ist ein Adventure Backpack, ne? Kategorie. Toggle Action. Bottom 5. Nee. Alle Keys von Adventure Backpack? Ja doch, okay. Das ist mein Backpack öffnen. Copter Backpack ist. Das ist auch Adventure Backpack. Ich muss mal kurz ein bisschen mit der Steuerung kämpfen. Ja, okay. Es war Shift und fünfte Maustaste. So, fliegen kann ich wieder. Jetzt kommt das Gewusel. Hätte ich eigentlich auch gleich mit rausschneiden können, ne? Guck mal, wie schlimm es ist. Ich glaube, wir müssen nur von dem da. Dahin. Es geht. Wir brauchen außerdem noch hier eine Stromverbindung. Wir müssen aufpassen mit der Voltage. Ich glaube, wir sollten das aufmotzen. Hier zumindest. Fach. Hier oben. Okay, da oben reicht auch einfach, aber ich pulle jetzt kein einfach Dingens raus. Gut. Also Stromversorgung ist da. Flüssigkeit kriegst du auf dem Dach. Da drauf und hier wuseln wir uns runter. Ah, das geht. Kriegen wir schnell hin. Damit, her damit. Aus, aus. Aus, aus. Fertig. Die Rohre. Wir brauchen unbedingt mehr von den Farbspraydosen. Das würde so cool aussehen, wenn die anderen hier alle auch andere Farben hätten. Also schwarz für das Iron-3-Chlorid, orange hier für die Säure und so. Das hätte was. So, wir brauchen noch ein Auto-Output. Können wir von der humaneren Seite aus machen. Das Ganze ein wenig einfacher einzustellen ist. So, du mit Auto-Output. Da kommt's an. Der arbeitet noch viel langsamer. Jetzt können wir aber auch beobachten, ob die Stromversorgung reicht. Weil die zwei Generatoren, die wir hingestellt haben, waren ja nur dafür gedacht, die drei Maschinen hier zu versorgen, nicht die vierte auch noch. Bisher scheint das alles okay. Das ist eine gute Erinnerung für mich aber daran, den Scanner zu bauen, damit wir uns genau angucken können, wie viele internen Puffer die noch haben, zum Beispiel. So, ich gebe mein erstes Board, das sollte eine Quest sein. So, da. Dich festmachen. Da, empty Sockboard. Nee, nicht hier. Da. Das ist keine HV-Quest. Das ist eine MV-Quest. Ja, Blutbett. Ja, und den anderen Weg zu dem Board
Nee, nee, erstmal nicht. So, HV. Du brauchst nämlich auch die Plastikboards. Gut. Das kommt alles in dem Clean Room. This and all circuit paths that need a clean room. Okay. Circuit Processing Unit stellen wir im Clean Room schon her. Ein Red Alloy Wire. Ist das die Version von Red Alloy, die komisch ist, oder die normale? Red Alloy Dust? Nö, ist einfach nur das ganz normale Redstone und Copper. Okay, super. Davon hätten wir gerne Fine Wire. Bist du richtig? Das Inventar schon wieder viel zu. Wir brauchen gerade kein Hammer, kein... Schon jetzt auf. Keine Laboratory Blocks, keine Schwefelsäure. Das dich können wir gleich aufmachen. Schlüssel kann weg. Oberst, nur wenn wir da rumbasteln. Warum haben wir Steel voll im Inventar? Ich habe keine Ahnung. Die Sachen können wir später runterbringen. Excavator brauchen wir auch gerade nicht. Okay, was ist da drin? 1, 2, 3, go! Okay, immer das geklärt. So, gib mir... 12 ist eine gute Zahl. Wire Mill. Haben wir ein direktes Setting? 3, ja, okay. Du, 3. Stell die her. Dann ganz viele verschiedene Capacitor. Du Central Processing Unit. So, und das andere sortieren wir später weg. Die SND Capacitor haben wir nicht. Punkt. Ich habe nämlich noch kein Tantalum-Foil, glaube ich, hergestellt. Ich glaube, wir hatten es in kleineren Mengen gesammelt. Will ich danach so suchen? Tantalit? Tantalit ist nicht Oh doch, ist es. Tantalum. Aber in einer grottigen Ratio. Ja, 9 Stück. Einfach einen Electrolyzer schmeißen. Mal mit. Haben wir es vielleicht noch irgendwo in... Oh, wir haben Umweltverschmutzung. Eventuell ist unser Filter gerade nicht ordentlich am Laufen. Aber nee, ich sehe nicht irgendwo anders fertige Tantalum-Sachen. Es gibt auch ein anderes Rezept, das wir nutzen können, das ist richtig, aber wo ich es jetzt schon gerade gesehen habe, wollte ich es einfach mal machen. Wirf dich da rein. Okay, ist am Arbeiten. Upp. Während das am Arbeiten ist, gucken wir mal flott. Zwischenebene. Doch, du bist am Arbeiten. Processing perfectly. Es war auch nur kurz, aber es wundert mich halt. Weil ich glaube, beide... Okay, die eine EBF für Stahl ist durchgehend am Rütteln. Das könnte für ein wenig Verschmutzung sorgen. Der andere ist auch am Rütteln. Okay. Ja, ja, dann verstehe ich das Problem doch. Was machst du gerade? Du machst gerade Stainless Steel. Ja, das solltest du auch nicht allzu schnell aufhören. Ich denke, es wird bald Zeit für die zweite Luftfilteranlage. Aber jetzt wollen wir hier die eine Sache da, ne? Nächste Chip-Art herstellen. Das ist jetzt Tantalum Dust. Tantalum Dust müssen wir bestimmt auch in EBF schmeißen, oder? Wie wirst du? Ja. Und auch noch mit Gas
oder ohne Gas und danach 1,26. Das ist gutes Zeug. Und abkühlen geht noch im Chemical Bars, aber das Ding steht auch bald an. Setting? Ne, einer Setting. Also wir könnten auch Stickstoff nehmen, das ist dann Ticken günstiger, aber... Innern haben wir nicht, Organensern haben wir nicht. Wie viel braucht Stainless Steel pro Vorgang? Nur um da mal so einen ordentlichen Vergleich zu haben. Stainless Steel. Okay, eine halbe Million. Aber auch nur, weil wir es mit Gas machen. Ja, ich tue es mal rein, damit Geozunft dran denkt, das zu machen. Bis dahin nutzen wir aber das andere Rezept dann. Das heißt, wir nutzen die. Oh. Das wir nutzen. Du springst immer wieder zu denen. Ich will die anderen Capacitor. Capacitor. So, nicht die. Die da. Oh. Wir brauchen beide Tantalum voll. Muss gestehen. Univinylchlorid. Aluminiumfoil. Aluminiumfoil klingt viel besser als Tantalumfoil. Und die bringen auch noch mehr. Wo ist der Nachteil bei Polyvinylchlorid-Sheet? Und es kommt mir gerade, wo ich sage, so vor, als wenn das eine Sache wäre, auf die ein Gero Zunft irgendwann lachend zurückblickt, weil es so dermaßen langwierig und rattenschwanzig ist, dass die Naivität und jetzt eben gerade charmant wirken könnte. Also, was brauchst du? Du brauchst ein Polyvinylchlorid-Sheet oder ein Polyvinylchlorid-Bar. Was brauchen wir? Polyvinylchlorid-Bar. Wasser? Anscheinend Wasser. Soll das so eine Microplastik-Anlehnung sein? Dass im Wasser kleine Mengen an Plastik sind und die filtern wir raus? Polyvinylchloride-Pulp? Das ist geschredderte von allen Sachen, ja. Aber wie ist der... Ich sollte einfach im Questbuch nachgucken. Hm. Da ist doch bestimmt irgendwo... Die Namen, ne? Polydimethylsiloxan. Wow. Teflon dann. Das ist auch wieder eine MV-Geschichte gewesen. Vinylchlorid, ja, war es. Okay. Vinylchlorid ist das Base Product, um PVC für abgefahrenere Pipes zu machen. Chlorin und Ethylen. Ja. Ich will echt die Large Chemical Reactor aufbauen. Ethylen, Sauerstoff. Das Rezept hier richtig. Ethylen unten und einfach nur Chlorin, kein Sauerstoffgedöns. Oh, warte, das ist das Falsche. Vinylchlorid? Das ist Vinylchlorid, was ich gerade haben wollte.
Olivinylchlorid. Nee, das ist anderes. Okay. Ist ein Zwei-Stufen-Vorgang. Also wir stellen jetzt Vinylchlorid hin, um daraus dann Polyvinylchlorid herzustellen. Genau wie wir vorher normales Ethylen genommen haben und daraus Polyethylen gemacht haben. So rum. Ja. Das heißt, war da nicht eben gerade irgendwo auch eins, was komplett in einem Schritt gemacht hat? Nope. Nee, man sieht dann immer nur das. Ja, es ist einfach nur das gleiche Rezept, nur ohne. Ohne die Zellen. Das will ich jetzt nicht auch noch alles automatisieren. Wir haben so dermaßen viel zu tun. Da bin ich jetzt mal lazy. Das heißt, wir setzen uns ein, wir nehmen unseren Chemical Reactor, den wir eh schon haben. In den legen wir die Säure rein von Hand, eine Ethylenzelle von Hand und Sauerstoff von Hand. Okay. Gib mir. Habe ich noch irgendwo Zellen rumliegen? Also die großen. Großen sind leider leer. Dann gib mir einen Stack von den kleinen. So, ab zur Polyethylen. Geschichte, das warst du. Da ist Ethylen. Glaub. Hier, das alles festtackern sollen. Das geht. Hier drüber. Also wir wollen Molten Poly Vinyl. Da. Das stellen wir hier aus dem und Vinylchlorid. Und Vinylchlorid stellen wir jetzt gleich von Hand her. Aus Ethylen. Das ist auch richtig das, was ich hier genommen habe. Genau, Ethylen. Bräuchte man eigentlich ein bisschen mehr. Kommst du da einigermaßen hinterher? Ja, kommst du. Blob, okay, Ethylen. Dann Sauerstoff. Sauerstoff haben wir definitiv. Sauerstoff können wir uns einfach hier mopsen. Wird auch relativ zeitnah aufgefüllt werden. Nicht so viel Druck auf den Rohren. Okay, du holst Sauerstoff. Letzte Mittel der Wahl war die Säure selber. Die haben wir auch vorrätig. Macht gut den Sauerstoff einfach unten. Hydrochloric Acid. Das hier. Bam. So. Das Ganze in unsere Privatanlage da hinten. Was zur Hölle tust du hier? Keine Ahnung, was Giro, wer sich dabei gedacht hat. Aber ist okay. Gib mir Eimer, wir schöpfen das jetzt leer. Nein, wir nehmen 16. Nehmen das Wasser raus. Kippen statt dem Wasser das da rein. Holen dich damit raus. Dann noch Sauerstoff und Lob. Yay, Vinylchlorid. Okay. Abfallprodukt haben wir Wasser. Das ist jetzt eher unpraktisch, oder? Das heißt, wir müssten eigentlich, wenn wir das Ganze später automatisieren, wenn wir es automatisieren müssen, das ist immer so die Frage. Weil es macht Sinn, sehr viele Dinge zu automatisieren. Aber manches wäre halt doch sehr viel Zeitverschwendung, denke ich. Ja, wenn wir es automatisieren würden, dann müsste das Wasser gevoidet werden.
So, Vinylchlorid. Das ist gut. Ich gehe mal kurz in den Keller und bring. Was bist du? Helium. Das ist Hydrogen. Nah dran, aber. Chemiewitze. Sauerstoff. Hier. Okay, du kriegst einmal Hydrogen Gas. Wo wir komischerweise gerade nicht so viele haben. Sauerstoff mit 3,8 Millionen. Das war mal genau andersrum vor kurzem. Dann brauchen wir einmal 16 neue Sauerstoff, damit die Balance glatt geht. Und können wir. Ich würde gerne die hier voiden. Das funktioniert mit den Zellen nicht mehr. Jetzt haben wir mehr Wasser als vorher. Das sind nicht die Art von Zellen, mit denen man das macht. Habe ich irgendwo einen Supertank? Das kommt mit auf die Liste von Dingen, die ich gleich auf Kamera machen werde. Ich werde das Wasser zerstören, mächtig wie ich bin. Und sonst weiß ich gerade nicht. Bin einfach hungern. Deswegen war ich vielleicht. Oh. Hatten wir deswegen die langsame Sache da oben? Nee. Die müsste ja kommen. Die müsste dann durchgehend da sein, wenn wir wirklich am durchgehend verhungern wären. Und okay, sein. Trotzdem esse ich jetzt noch Snack und dann basteln wir gleich weiter. Ich merke schon, ich bin viel zu sehr abgelenkt. Und die Pause, damit ihr aufholen konnte, tat auch nicht wirklich gut. Also jetzt wegen Knöpfe vergessen und manche von den Rezepten vergessen und sowas, das ja. Wo ist meine Küche? Also wir wollten die Küche später da wieder hinsetzen. Küche? Ah, hier im Keller war das, ne? Ja. Oh wei, oh wei, oh wei. Mach mir bitte einfach nur irgendwas. Wir haben da eine Brotdose für. Oh Gott. Es tut mir sehr leid, wie cringy diese Folge war. Aber ich kann halt nicht über so einen längeren Zeitraum alle Sachen im Kopf behalten. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder um die Polymolten-Vinylchlorid, das da, Geschichte hinzubekommen, um die Geschichte hinzubekommen, um eine von vier Komponenten zu haben für die nächsten Circuits. Bis gleich.